Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Familie Schneider Playmobil Kanal. Heute gibt es ein Unboxing. Und zwar, weil ich es noch nicht geschafft habe, die Geschichte zu drehen, die ich als nächstes drehen wollte. Und zwar die Schulbesichtigung vom Internat. Das wäre die nächste Geschichte, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich momentan extrem viele andere Sachen zu tun habe. Deswegen war mir das zu aufwendig, deswegen mache ich heute nochmal ein Unboxing. Und zwar ist dieses Set noch von meinen Weihnachtsgeschenken. Vielleicht erinnert ihr euch, dass als ich euch das gezeigt habe, ich versuche das Video mal auf dem i zu verlinken, wenn ich daran denke. Da könnt ihr euch das sehr gerne nochmal hier oben anschauen. Da habe ich alle meine Weihnachtsgeschenke gezeigt und mit euch aufgebaut. Und dieses Set habe ich noch nicht aufgebaut. Jetzt habe ich es hier und jetzt baue ich es mit euch auf. Und zwar ist das die Nummer 70435. Und das gehört zum Beach Hotel. Das ist das letzte Set, was mir noch gefehlt hat. Und wir bauen das ganze Set jetzt zusammen auf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's! Ich bin jetzt soweit fertig, habe euch bei ein paar Schritten mitgenommen. Nicht bei allen, weil ich finde, wenn ich jetzt immer alles zeige beim Aufbauen, könnte es auch ein bisschen langweilig sein. Das möchte ich natürlich nicht. Ich habe das jetzt soweit aufgebaut, hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert. Jetzt zeige ich es euch erstmal einmal von innen. Genau, dann haben wir jetzt hier, also hier steht alles ein bisschen quer, weil man hat nicht so viel Platz und Möbel, deswegen haben wir hier mal die Betten, hier haben wir den Tisch mit dem Fernseher, ein Nachtkästchen ist auch mit dabei. Dann haben wir hier, genau, zu den Figuren kommen wir noch später. Hier haben wir jetzt das Badezimmer und das finde ich eigentlich ganz süß. Da ist alles jetzt erstmal, was man so braucht. Da habe ich auch ein bisschen spannende Zubehör dafür und das Waschbecken eingeräumt. Dann haben wir hier oben die Plattform, dann habe ich einfach schon mal die Kinderfiguren. Das habe ich jetzt einfach immer so eingerichtet, die Schlappen und die Koffer habe ich auch hingestellt. Dann jetzt einmal den Blick von vorne. Beim Beach Hotel sind ja auch so zwei Bungalows dabei, aber da fehlt natürlich dieser tolle Pool, deswegen gibt es dieses Set extra. Und diese Treppe ist übrigens lose, also die ist ja nicht festgemacht. Werfen wir jetzt hier mal einen Blick. Diese Treppe ist wiederum fest. Ich finde auch hier die Pflanzen schön, dass das nicht alles so, ja, ohne aussieht sozusagen. Relativ schnell fusseln tut's. Also hier stand jetzt nicht so lange hier. Man kann ja auch hier mit echtem Wasser spielen. Das werde ich jetzt hier so nicht machen. Höchstens, wenn ich jetzt wirklich mal ein richtiges Video mitmachen würde, dann wahrscheinlich. Hier hinten haben wir einmal die Rutsche, die ist dann hier befestigt worden. Und genau, hier geht das hier nach unten. Das ist relativ gleich, wie gesagt, wie bei den anderen Bungalows. Einfach nur mit dem Pool extra. Jetzt habe ich vom Beach Hotel soweit eigentlich alles jetzt fertig. Das kam im letzten Jahr bei mir gar nicht zum Einsatz. Einfach aus dem Grund, weil ich es quasi zu spät bekommen habe. Wann mein Geburtstag ist, da ist jetzt so Urlaub und so. Ja, fast schon vorbei. Oder es hat sich einfach nicht mehr gelohnt. Deswegen wird es erst dieses Jahr irgendwie in Videos vorkommen, genauso wie der Zoo. Da kam vieles leider ein bisschen zu spät.
Also wie gesagt, das werdet ihr im Sommer wahrscheinlich sehen, dieses Set. Mal gucken, wo ich das jetzt hin tue. Auf jeden Fall finde ich das Set soweit erstmal gut. Gerne auch mal die Meinung, ob ihr das Set auch habt. Oder ob ihr das anderweitig vielleicht nur verwendet, außer für den Urlaub. Das gerne unten alles mal in die Kommentare. Das war jetzt erstmal das Unboxing zu diesem Set. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert kostenlos diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und denkt natürlich auch an die Glocke. Hier ist einmal Instagram eingeblendet. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!